Ja, Hallöchen. Ich wollte noch mal ein Video machen. Es ist sehr kalt geworden in Deutschland. Der Winter ist wohl da. Ja, und weil es draußen so kalt ist, haben wir uns ja gedacht, wir machen statt irgendwelcher Montagsdemos oder so die 20 Uhr Meditationen. Die kann man eigentlich jeden Tag machen. Ich habe mir meinen Wecker gestellt. Der klingelt jeden Tag um 20 Uhr. Macht Ding-Dong. Und dann weiß ich, jetzt ist es offizielle Zeit. Das Ding ist aber, dass man das eigentlich ja gar nicht auf zwischen 20 und 21 Uhr beschränken muss. Das ist quasi eine Raumzeit, auf die wir uns geeinigt haben. Ein Zeitraum auch. Aber es geht letztendlich dabei einfach nur darum, halt eben das mit möglichst vielen Leuten zusammenzutun. Die Hintergrundidee dabei war eine Yogi-Technik, die halt auch das Fernsehen permanent sehr erfolgreich anwendet. Und zwar, wenn Yogis was materiell manifestieren wollen, also etwas allgemein wahrnehmbar machen wollen, dann setzen die sich so mit 5000 in einen Ashram und meditieren über ein bestimmtes Thema, nämlich das, was halt manifestiert worden werden soll. Dabei ist vollständig egal, was jeder Einzelne dazu denkt. Ob er das jetzt toll findet oder nicht, spielt keine Rolle, sondern ausschließlich, dass er mit diesem Thema beschäftigt ist, dass Bewusstsein auf dieses Thema gelenkt wird und so tritt es ins Bewusstsein. Warum ich eingangs gesagt habe, dass das Fernsehen diese Technik auch anwendet, man kann das halt eben sehen. Zum Beispiel der Krieg gegen den Terror, der ist zum Beispiel vor unser aller Augen und heute noch deutlich sichtbar genau so manifestiert worden, allgemein wahrnehmbar gemacht worden. Ne, man hat über das Fernsehen eben diese Bilder vom World Trade Center gesehen und dann hieß es, der und der ist schuld und das sind alles Terroristen. Und dann hat man diesen Terroristen den Krieg erklärt und hatte das Ganze dadurch, dass die Augen und die Aufmerksamkeit, der Fokus so vieler Menschen auf dieses Thema gelenkt worden ist, es halt in ihr Bewusstsein pflanzen können. So, und weil man solche Techniken halt generell benutzen kann und nicht nur um Leute zu manipulieren, können wir halt eben diese Technik auch selber anwenden. Und das haben wir halt eben jetzt gemacht, indem wir gesagt haben, zwischen 20 und 21 Uhr sich 5 bis 10 Minuten oder 5 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen, um sich mit den Themen Liebe und Ruhe auseinanderzusetzen. Wobei völlig egal ist, wer von uns was dazu denkt. Hauptsache, wir sind damit beschäftigt. Das Schöne ist, wenn man sich mit dem Thema Ruhe beschäftigt, wird man automatisch ruhiger. Und ich sollte es vielleicht besser hier und nicht gegen die Sonne halten. Ne? Ja, hier bin ich an der Stelle, wo ich gestern mit dem Schnee auch schon war. Wir sind mit dem Tito spazieren gegangen. Wo ist der eigentlich, kleiner Drecksack? Da hinten ist noch. Ah, da kommt der Flitzpieper an. Na du? Ja, und dann hatte da hinten irgendwo mein Wecker geklingelt. Und ich wusste, jetzt ist die offizielle Zeit. In dem Moment ist mir einfach nur wieder bewusst geworden, ich bin gerade nicht allein.
Ja, meditieren. Sprich, eins gerichtet, konzentriert sein auf was. Das ist was, was ich den ganzen Tag über trainiere. Bei allem, was ich tue. Auch wenn ich gerade dieses Video mache. War gerade das im Kopf und nichts anderes. Ne? Und gestern kamen wir dann hier vorbei. Und dann stand hier über dem Hafenbecken richtig schön Nebel. Und da sind so Lampen, die kann man jetzt nicht sehen, aber so zwischendurch sind da Lampen. Und man konnte die Boote fast gar nicht sehen. Und das sah irgendwie, sah es voll aus wie in so einem in so einem japanischen Garten. Alles total idyllisch. Vor allen Dingen mit dem Nebel auf dem Wasser. Richtig schön. Und so haben wir hier ein paar Minuten gestanden. Und haben halt eben auch ganz bewusst mitbekommen, dass wir uns gerade, und vor allen Dingen mit den anderen, die gerade mitmachen, das ist das Schöne, wenn man das halt eben mitfühlt, dass man dann nicht alleine ist, sondern dass gerade andere Leute auch damit beschäftigt sind, mit den Themen Liebe und Ruhe. Und es war so ein heiliger Moment. So, das ist mir halt, wir machen jetzt, glaube ich, die vierte oder fünfte. Ja, wenn es Freitag war, war es die fünfte. Nee, die sechste schon. Wir haben am Sonntag schon die erste gehabt. Die erste Meditation war am Sonntag. Wie auch immer, kackegal. Ich habe sie drei oder viermal jetzt mit anderen zusammen erlebt. Und also wo auch andere physisch anwesend waren. Und einmal allein im Bus. Und dann hat mich gestern die Sarai angeschrieben und sagte, ja, aber wenn das so ist, das dann nicht besser, wenn man das den ganzen Tag macht? Ja, ich sag, fang mal klein an. Aber sie hat natürlich vollständig recht. Ich mache das auch den ganzen Tag. Ich bin eigentlich seit 8 Jahren vor allen Dingen auf diese beiden Themen fokussiert. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich meinen Wecker nicht so stellen soll, dass er jede Stunde einmal Ding-Dong machen soll, um mich einfach jede Stunde daran zu erinnern, dass ich gerade mit all den anderen verbunden bin, die auch mit Liebe und Ruhe beschäftigt sind, um das immer wahrnehmbarer werden zu lassen und dadurch immer wahrnehmbarer machen. Das kann man ja mittlerweile deutlich sehen. Ja, das sind alles Möglichkeiten, die 20-Uhr-Meditationen bieten, über solche Sachen zu sprechen. Und letztendlich ist es egal, wenn man jetzt zwischen 20 und 21 Uhr keine Zeit hat, kann man sich durchaus problemlos zu jedweder anderen Tageszeit einfach mal im Schnitt 10 Minuten für sich und die Welt nehmen und Ruhe und Liebe ins Bewusstseinsfeld zu projizieren. Und es ist egal, jetzt haben wir, Momentchen mal, kann ich nicht sagen, wann war um 1 Uhr rum, nahm am Mittag. Und ich kann mich jetzt und hier einfach mit dieser Raumzeit 20, 21 Uhr, scheißegal an welchem Tag, verbinden. Das ist für mich gerade vollständig irrelevant, was für ein Tag gerade ist und was für eine Zeit gerade ist. Ich kann gerade mir, es ist für mich überhaupt kein Problem, mir gerade vorzustellen, es ist gerade 20 Uhr Meditation. Weil die ja eigentlich immer ist. Raum und Zeit spielen ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Wenn wir uns auf diesem Gebiet bewegen. Ja. Ich bin mal gespannt. Das macht sehr viel Spaß. Das macht sehr ruhig. Man kann es jederzeit eigentlich machen. Und man sollte sich diese 10 bis 15 Minuten am Tag einfach mal wert sein. Sich hinzusetzen, den Körper auf Standby zu schalten oder auch einfach spazieren zu gehen. Aber in dieser Zeit einfach mit Ruhe und Liebe in sich beschäftigt zu sein. Und dadurch wird es immer wahrnehmbarer. Ne? Ganz klare Kiste eigentlich. Ja, ich freue mich auf Antwortvideos, ich freue mich auf eure Anregungen. Wer noch nichts davon mitbekommen hat, im Facebook gibt es ein Event. 20 Uhr Meditation, da kann man einfach teilnehmen, da braucht man, glaube ich, noch nicht mal eingeladen zu werden. Es gibt eine Gruppe, wo man sich mit anderen Teilnehmenden austauschen kann.
Ja, und das Schöne ist, dass man halt die ganze Zeit auf niemanden angewiesen ist. Man kann das jederzeit für sich mit allen anderen zusammen machen. Man muss sich nur mit allen connecten. Dabei ist kackegal, wer gerade dabei ist. Es ist also im Notfall, und wenn nur ich es bin, aber ich kann versprechen, dass nicht nur ich es bin. Da, am Event sind es mittlerweile fast 90 Leute, die gesagt haben, ich nehme teil, ich bin dabei. In der ersten Woche, finde ich super cool. Kann natürlich noch viel größer werden, aber sehen wir, ist nicht so wichtig. Ist mir egal, wer da mitmacht. Ich weiß, ich mache mit. Und mir tut es gut. Und damit tue ich gleichzeitig was Gutes für alle. Weil wenn ich ruhiger bin, haben definitiv alle anderen was davon. Wenn ich stressig bin, dann trage ich durch meinen Stress zum allgemeinen Stress bei. Und so trage ich durch meine Ruhe zur allgemeinen Ruhe bei. Und das kann jeder andere auch. Und wie gesagt, man braucht eigentlich gar nicht viel zu tun. Um den Weltfrieden zu erlangen, braucht man sich vor allen Dingen nicht anzustrengen. Ne? Da geht es halt darum, friedlich und ruhig zu werden. Das ist wohl das Einfachste vom Aufwand her, was die Menschheit je überhaupt gemacht haben wird, wenn sie es denn mal getan hat. Ja. Und wenn wir erstmal Ruhe haben, dann können wir uns dann in Ruhe allen anderen Problemen widmen, die dann schnellstmöglich aus der Welt geschafft sind. Hunger. Krieg. Krieg kann von heute auf morgen aufhören. Genauso wie der Krieg gegen den Terror von einem Tag auf den anderen anfangen konnte. Wir müssen es ins Bewusstsein bringen. Und ich würde mich halt eben freuen über jeden, der mitmacht. Ich freue mich halt auch, wenn vielleicht das sogar irgendwas ist, was Leute wie Nina Hagen oder Xavier Naidoo oder hier, sie rufen nach den Kindern des Lichts, wo seid ihr, Silbermond? Wir sind hier. Wo seid ihr? Ne, ist die Frage. So. Das ist eine Sache, immer aufzurufen. Das ist eine andere Sache, danach wirklich da zu sein. Ne? Euch erreicht man überhaupt nicht. Ihr seid so hinter der Firewall der Agenturen. Ja, normale Menschen kommen an euch nicht ran. So, ne? Ich habe Jahre gebraucht, um Kontakt zu Nina Hagen herzustellen. Und der andere Prominente, den ich noch persönlich kenne, ist Öffi. Ne, so viel dazu. Es sind aber bei weitem nicht die einzigen, zu denen ich Kontakt versucht habe aufzunehmen. Ja, aber vielleicht schaffen wir es alle zusammen, irgendwie auf dieses kleine Spielchen der 20 Uhr Meditation aufmerksam zu machen, damit möglichst viele Leute einfach die Anregung bekommen, darüber nachzudenken, ob sie da vielleicht auch mitmachen wollen. Und dann kann man das halt eben, je mehr man drüber redet, desto mehr Effekt hat das dann natürlich auch. Das heißt, wenn man Videos wie dieses hier macht oder bewirbt oder den Link verschickt oder ob man eigene Flyer macht oder Fotos von sich bei der 20 Uhr Meditation und darunter schreibt, ich bei der 20 Uhr Meditation oder solche Sachen. Da kann man kreativ sein. Aber dann kann man dazu beitragen, dass da noch sehr viel mehr Leute was von haben. Und zwar auf sehr schnelle Zeit. So wie wir vernetzt sind, könnten wir uns eigentlich langsam mal zeigen, was wir eigentlich alles drauf haben. Wir tun es nämlich den ganzen Tag. Aber wir sind uns noch nicht so bewusst darüber, was wir da eigentlich den ganzen Tag tun. Ja, ich habe das gestern auch nochmal gesagt. Wir brauchen nichts Neues zu lernen, wir brauchen nichts anders zu machen. Wir tun bereits alles in Perfektion. Nur sind wir es nicht gewohnt, es so zu sehen. Aber wenn man sich mal erlaubt, es so zu sehen, dass alles perfekt läuft, dann sieht die Welt auf einmal anders aus. Das kann man nicht beschreiben, aber das kann man sich angucken. Jeder. Man muss sich das einfach erlauben. Mal für ein Weilchen alles so zu sehen, als würde es perfekt laufen. So, und dann sieht man Dinge und dann sieht man auf einmal, dass tatsächlich alles perfekt läuft. Und warum? Und dann wird man sich bewusst darüber. Und das ist das Bewusstsein, was uns fehlt und was wir gerade alle bekommen. Das Bewusstsein darüber, was eigentlich gerade vor unserer Nase abläuft. Was wir tun und warum. Und da kommt dann auch damit quasi die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Ne? Wenn man... Ach, da mache ich mal ein eigenes Video zu. Das ist das, sonst sprengt das hier wieder den Rahmen. Das tut es eh schon. Ich danke für euer Interesse. Ne? Schreibt eure Gedanken einfach dahin, wo ihr sie gerade hinschreiben könnt. Lasst uns daran teilhaben. Wir freuen uns sehr. Und ja, mal gucken, wann ich das hier hochgeladen bekomme. Ich tue, was ich kann. Stehen wir hier im Stau. Jetzt mache ich die Kamera an. Jetzt geht es automatisch direkt schnell weiter. Ja. Das ist die Zauberkamera hier. Aber ich wollte gerade mal was aufnehmen, damit ich es nicht vergesse. Und mir gerade ein Gedanke durch den Kopf ging zum Thema Paradox des Tages. Ja, oder Paradoxon des Tages. Ja, ich bin immer noch dabei, den paradoxen Humor des Universums zu ergründen. Ja. Und ja, dann fiel mir auf, dass nur unter einer einzigen Bedingung man bedingungslos lieben kann. Ja, das ist schon wieder ein Paradox in sich, ne? Aber ja, so ist das. Eine Bedingung, eine einzige Bedingung, damit man bedingungslos lieben kann. Nämlich keine weiteren Bedingungen. Ja. Keine Erwartungen an jemanden. Alles, was ich... Ja, alles, was erlebt werden will, erlebt werden lassen. Wenn ich jemanden bedingungslos liebe, dann kann ich ihm von Herzen gönnen, dass er alles erlebt, was er erleben will. Und kann dieser Person dabei die Möglichkeit geben, wirklich sie selbst zu sein. Und dann kann ich mit der Person meine Zeit verbringen, die sie wirklich ist. Oder er. Ja? Und wenn ich mir dann angucke, wer derjenige ist, und dann merke, dass ich das genießen kann, und die andere Person mich auch genießen kann, während sie mich einfach mich selbst sein lässt und nicht damit zurecht, damit beschäftigt ist, zu gucken, ob ich alle Kriterien erfülle, die nötig sind, damit der Mann okay ist, ja, sondern herauszufinden, mit wem ich denn da eigentlich zu tun habe und dieser Person auch immer wieder aufs Neue die Möglichkeit zu geben, sich zu verändern. Und wenn ich dann irgendwann merke, ja, jetzt veränderst du dich gerade in eine Richtung, wo ich mit deinem Verhalten nicht mehr unbedingt zurechtkomme, dann muss ich nicht zwangsläufig meine Zeit weiter mit dieser Person verbringen, sondern widme mich dann halt eben der nächsten Person, die sich anbietet, Liebe mit ihr zu praktizieren, bedingungslose. Ja? Bietet sich eigentlich immer jemand an. Die Frage ist, was man daraus macht. Ist man, wenn man aufeinander trifft und diese starke Schwingung fühlt und dieses starke Interesse, packt man dann sofort alles mit in seine Kiste voller Erwartungen? Ist jetzt derjenige, der ist, der mein Leben endlich aus dem Dreck zieht und mich endlich glücklich macht, mir keinen Anhaltspunkt gibt oder keinen Grund, ihm irgendwas jemals vorwerfen zu müssen. Oder lasse ich eben genau das sein und entscheide für mich, dass ich von mir aus, egal was irgendjemand macht, ihm niemals was vorwerfe. Und das ist am leichtesten für mich selber zu halten, wenn ich gar nicht erst mit Erwartungen anfange, die dann halt nicht enttäuscht werden können. Deswegen ich niemandem was vorwerfen brauche. Ja. Und das ist auch was, was ich schon seit Jahren jetzt trainiere und sage, ich habe schon lange niemandem mehr wirklich was vorgeworfen. Und auch die entsprechende Enttäuschung nicht gefühlt. Ja.
Mir macht das sehr viel Spaß, jetzt nochmal viel mehr. Also ich meine, ich mache das sowieso seit 5 Jahren mit dem Lautdenken. Aber irgendwie habe ich im Moment gerade den Eindruck, wenn ich mir eure Reaktionen angucke, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der Lust hat auf freien Austausch, freien Gedankenaustausch. Einfach, ja, mal gucken, was da weiter draus wird. Interessiert mich sehr, freue mich sehr auf das, was noch kommt. So, muss mich hier ein bisschen konzentrieren, es geht gleich weiter. Deswegen, Dankeschön, Kamera, dass du mir geholfen hast, diesen Gedanken festzuhalten. Ich mache dich irgendwann wieder an.